Du willst Bilder sehen? Wir auch. Hallo zur neuen Folge von Coffee Table. Ich bin Wolfgang. Und ich bin Christoph. Herzlich willkommen ja zu Coffee Table, zu Hause bei Wolfgang hier am schönen Kaffeetisch. Und es ist, nachdem wir uns in der letzten Folge vorgestellt haben, die eigentlich erste echte Folge von Coffee Table. Heute geht's los. Heute geht's los und wie immer ist Coffee Table gesponsert von Bildwerk TV mit zk.tv. TV am Schluss, die Cracks für richtig coole YouTube-Videos. Wolfgang, legen wir los. Legen wir los. Du hast ein Bild mitgebracht. Christoph, ich habe ein Bild heute mitgebracht. Ich war in München in der Ausstellung in der Pinakothek der Moderne. Da war die Ausstellung von Albert Renger-Patsch. Und ich muss sagen, das ist Fotografie, Schwarz-Weiß-Fotografie vor dem Krieg. 1929 ist dieses Bild. Und mich hat das sehr berührt, diese Art von Fotografie. Da ist wohl jemand gewesen, der diese Ästhetik der Industrie eingefangen hat, obwohl das damals, glaube ich, nicht wirklich jemand interessiert hat. Wir alle kennen die Bechers, die viele Jahrzehnte später eigentlich diese Art von Fotografie, die damit berühmt geworden sind. Das ist eine Fotografie, Albert Renger-Patsch ist bekannt zu dem Thema neue Sachlichkeit und hat da sehr viel gearbeitet für Industriebetriebe, für Produktfotografie und hat da eigentlich diese Art von Ästhetik mitentwickelt. Dieses Bild, das ich mitgebracht habe, das ist die Zeche Victoria Matthias aus Essen und das Bild ist aus dem Jahr 1929. Mich hat was mich daran fasziniert, ich glaube, dass ich da ein paar Tricks drin erkannt habe, wie dieser Mann gearbeitet hat. Also zum ersten Mal, was einem sofort auffällt, das ist diese Lichtsituation. Das ist vorne eine dunkle Straßenflucht und das ist wohl eine Teleaufnahme in einem engen Blickwinkel und hinten diese Gruppe von Schornsteinen, die aber eigentlich schon sehr hell, sehr weiß werden, was darauf hindeutet, dass da wirklich wahnsinnig viel Staub und Zeug in der Luft ist. Das ist kein Morgennebel, sondern es ist Dreck. Und das hat der Fotograf dokumentiert. Ich habe was vorbereitet dazu, wo ich glaube, dass ich einige seiner Bildtricks herausgefunden habe, warum ich dieses Bild gut finde. Ich habe ja mal die perspektivischen Linien eingezeichnet. Und also hier, das ist jetzt alles nur so ungefähr. Und die Perspektive trifft sich hier. Das bedeutet, es ist eindeutig eine Großformataufnahme, in der praktisch die Rückseite bestellt wurde. Warum hat er das gemacht? Normalerweise, wenn man ein Bild aufnimmt mit einer normalen Kamera, der Fluchtpunkt ist genau immer hier, in der Mitte des Bildes. Und was er gemacht hat, der Fluchtpunkt ist erstens weiter unten und er ist weiter links. Und dadurch ergeben sich zwei Dinge. Diese Flucht, wir haben ja hier zwei verschiedene Fluchten. Diese Straßenflucht, Häuserflucht im Hell, diese Häuserflucht im Dunkeln. Und diese Häuserflucht hat dadurch, dass er den Winkel hier hat, er steht, wo er steht. Er steht nicht in der Mitte der Straße, sondern er steht hier. Das ist das Zweite. Er steht hier und der Winkel ist aber anders. Es ist hier ein anderer Winkel, da ist mehr von der Breite zu sehen als hier.
Und das ist aber nicht dadurch gekommen, dass er nur nicht in der Mitte der Straße steht, sondern das ist auch dadurch erreicht, dass er hinten die Filmebene verschiebt. Weil wenn er da gerade drauf fotografieren würde, dann wäre ja hier genauso viel zu sehen von der Häuserflucht. Das zweite ist, er hat den Fluchtpunkt nach unten geschoben. Der entscheidende Trick für mich ist aber, dass hier diese Straße nach unten auffällt. Das kann man hier auf dieser Seite, da an den Treppen, da sind die Treppen zu erkennen, daran sieht man, dass diese Straße nach unten abfällt. Und das ist auch der Grund, warum er sich auf diese Seite gestellt hat. Er hätte das ja auch anderswo machen können. Und dadurch, dass das hier auf dieser Seite verkürzt wird, verschwindet es fast. Dass man das, also man sieht es eigentlich kaum, dass es abfällt. Und das ist so ein Punkt, warum es einen in das Bild reinzieht, glaube ich. Es sind noch andere Dinge, wo ich glaube, dass er die ganz bewusst aufgenommen hat. Wir haben hier diese Geschichten alle da, diese drei, ja, die sind oben abgeschnitten. Und entscheidend finde ich das hier. Dass das mit drauf ist und auch wie das entschieden ist. Wo diese Dachgauben, wo die diesen Schornstein schneiden. Und dass das da hier zum Beispiel, das ganz mit dem kleinen Spitzer da noch schneidet und dass hier die Luft dazwischen ist und die da, wie die drin sitzt und das da und dieser kleine Huppel. Ich glaube, das sind alles so ganz, oder hier, wie diese beiden Gauben auf dieser Seite den hinteren Schornstein nennen. Ja, da ist, man sieht ganz klar hier die Gaube und Wumms dahinter, das erzeugt Raum, das erzeugt Tiefe. Und ich glaube, das sind ganz bewusste Entscheidungen, die er getroffen hat, wie er seinen Bildausschnitt wählt und wie er seinen Standpunkt wählt. Und es ist ja nicht nur das, sondern er wählt auch die Höhe und verschiebt die Höhe. Und er verschiebt die Breite. Mhm. Na, in der Tat, also das, was du erzählst, wahrscheinlich hätte jeder normale Fotograf den Kamerastandpunkt genau auf die andere Seite gelegt und die dunkle Seite eher reduziert und mehr der hellen Seite gegeben. Er macht es genau andersherum. Du hast gerade Bernd und Hilla Becher, die Düsseldorfer Schule. Und er kommt, glaube ich, aus Düsseldorf auch, richtig? Ich glaube, er ist aus Düsseldorf. Und egal ob er, jedenfalls eine Sache, die mir natürlich auch auffällt, ist so strukturiert, räumlich geradezu greifbar und physisch greifbar, dieser Straßenzug ist, umso plakativer, fast schon in einer Farbtonung ist der Hintergrund. Und Bernd und Hilla Becher, die Düsseldorfer Schule, die haben ja immer darauf abgezielt, dass der Himmel möglichst neutral ist. Aber fast ohne Aussage, um im Grunde genommen nicht davon abzulenken, was es eigentlich geht. Nämlich, und da war es ja Industriefotografie. Und hier haben wir auch Industriefotografie. Und du hast das Jahr 1929 erwähnt. Und ich musste, wie ich dieses Bild und diese Jahreszahl natürlich gehört habe, ich musste an Fritz Lang denken. Fritz Lang ist ein Filmregisseur, der Metropolis gedreht hat. Und diese komplett naturbefreite Szenerie, in der der Mensch, da hinten sind 1, 2, 3, 4 oder so Menschen zu sehen, die eine völlig untergeordnete Rolle haben, fast schon verschwinden im Zusammenhang mit diesen übermächtigen Gebäuden
Und obwohl es sehr hell und licht ist, ja, diese Szene hat durchaus auch etwas Düsteres. Ein ganz tolles Bild und sehr eindrucksvoll. Wie heißt der Fotograf? Albert Renger-Patsch. Albert Renger-Patsch. Tolles Bild. Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Und jetzt zeige ich dir auch ein Bild. Dieses Bild ist etwas jünger und ist, ich habe es nicht so schön wie du ausgedruckt, sondern hier auf dem iPad habe ich es. Dieses Bild ist von einem, ja, eigentlich ziemlich unbekannten Fotografen namens Martin Kraus. Aber Martin Kraus ist ein, der hat so viele tolle Bilder gemacht und ich werde mit Sicherheit noch ein, zwei von ihm mitbringen, aber ich muss jetzt eines verraten, wir arbeiten an einem Dokumentarfilm über einen Verein in München, der heißt die Sezession Münchner Lichtbildner, ein etwas sperriger Name, und SML, Sezession Münchner Lichtbildner, ist ein Fotoclub in München, ist de facto der älteste oder wahrscheinlich der älteste Fotoclub Deutschlands, vielleicht auch einer der Welt, dessen Ursprung sogar bis in das Jahr 1906 zurückgeht und ein riesenhaftes Archiv hat, ein ganz tolles Archiv. Und in diesem Archiv habe ich dieses Bild von Martin Kraus gefunden. Und dieses Bild ist natürlich vom Aufbau ganz was anderes als das, was wir gerade gesehen haben. Hier geht es um das pralle Leben. Hier ist keinerlei Industrie oder irgendwas zu sehen, sondern auf dem Bild sind sechs Jungs zu sehen. Sechs Freunde wahrscheinlich. Und was mich an diesem Bild fasziniert, ist ja auch gewissermaßen der Aufbau. Es ist vielleicht so eine Art Drittelregel hier unten, also ein Drittel unten und zwei Drittel ganz im Licht oben in das Meer. Aber was mich noch viel mehr daran fasziniert, ist eigentlich, sehen wir eine komplette Bildabfolge in einem Bild. Und es könnte fast ein und dasselbe Junge sein, der angefangen von dem Blick zum Fotografen hin sich dann so langsam abwendet, aufspringt, sich dreht und dann in Richtung Meer springt und naja, vielleicht fällt er so ein ganz bisschen heraus, aber das... Ja, da landet er, geht so und da vielleicht landet er. Genau, also es ist wirklich eine Bewegungsabfolge, ja, und es könnte eigentlich ein und derselbe Junge sein, der hier springt und der eben das pralle Leben genießt. Es sind aber in der Tat sechs verschiedene Jungs, Freunde, die also am Meer spielen. Zwei davon sind dem Fotografen zugewandt und vier voll auf das Meer und springen da hinein. Es ist für mich, das Bild ist entstanden Anfang der 1950er Jahre. Das ist also nicht sehr viele Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Das war eine Zeit, in der nicht viele nach Italien fahren konnten. Italien eine Art Sehnsuchtsort auch dargestellt hat, Leben da war. Und keine zerstörten Landschaften, sondern pure Lebensfreude ist auf diesem Bild. Das Meer. Das Meer. Ja, es ist im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem Bild, was wir gerade gesehen haben. Auch ein Schwarz-Weiß-Bild, analog fotografiert, Anfang der 50er Jahre. Also, naja, wahrscheinlich um die 20, 25 Jahre jünger als das, was wir vorher gesehen haben. Martin Kraus. Ja,
Also, zu dieser Zeit, da war das was, ans Meer fahren. Und das war, die flippen aus. Es ist warm und es ist Sonne und es ist im Süden und es ist das Meer und es kommt dann voll rüber. Und, ja, was mir dazu auffällt, das ist analog fotografiert und es ist, wie das drin sitzt. Das, was wir zum Eingang gesagt haben in unserer ersten Vorstellungsrunde, wie man einfach so den Schnappschuss, das klingt immer so abwertend, den Schnappschuss, wie man das trotzdem schafft, da die Hand ist drin und er ist drin und alles, es ist nicht die Hand abgeschnitten. Und der hat damals nicht wie heute auf 6 oder 10 Bilder pro Sekunde getrrrt. Weil das hat man damals nicht gemacht mit dem Film, das ging gar nicht. Sondern er hat, vielleicht hat das ein bisschen größer gefasst und dann noch abgeschnitten, aber vielleicht auch nicht. Und was ich wunderbar finde, das ist diese Staffelung nach hinten, wie er so im, wie das hier so weiß ist und eigentlich so in der Überstrahlung. Ja. Und eigentlich, da die Kamera schafft die Dynamik natürlich gar nicht. Ja. Da das ist schwarz, da ist nichts und da das ist weiß. Und es überstrahlt da das Bein sogar, dass man da nichts sieht, dass man davon nichts sieht. Mhm. Und es macht aber nichts. Das ist so die Dynamik ist so überbordend, dass sie einfach über das Schwarz und über das Weiß hinausgeht. Genau, also das ist, in dem Fall sind also irgendwelche technischen Mängel, wie also zum Beispiel, dass da gewisse Elemente ein bisschen ausgefressen sind, sind völlig irrelevant. Im Gegenteil, sie unterstreichen in dem Fall, unterstreichen sie sogar nochmal die Bildaussage, weil man merkt, das ist richtig ein praller, heißer, schöner Sommertag und man merkt diese ganze Dynamik da drin, da ist wahnsinnig viel Dynamik drin. Und du hast es gerade angedeutet und Henri Cartier-Bresson hat dafür auch einen Begriff gehabt, nämlich the decisive moment, der entscheidende Moment. Und hier haben wir. Und Martin Kraus war auch ein Künstler, muss ich sagen, der es ganz oft geschafft hat, den entscheidenden Moment, diesen entscheidenden Augenblick in einer tollen Bildkomposition, aber selten so gelungen wie in diesem Bild, wirklich den entscheidenden Augenblick kompositorisch so genial aufs Bild zu bringen. Großes Kino, ich liebe dieses Bild, es ist, muss ich sagen, eines der besten Bilder, die ich kenne. Und ja, das war die sozusagen erste echte Folge von Coffee Table mit 2 ganz tollen Bildern. Albert Ringer-Patsch und Martin Kraus mit den spielenden Kindern am Meer. Schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich schon mit Wolfgang auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Coffee Table. Bis dann.